Entbürokratisierung von Entscheidungsverfahren, als Entmachtung der Parlamente. Zeitdruck und vermeintlicher Sachzwang löst mittlerweile fast alles aus dem Politischen. Es erscheint gar nicht mehr als Politisches, als Verhandelbares. Man kann sich natürlich auch fragen, ob wir es hier mit einer Neuformulierung von Kapitalismus zu tun haben. Was bedeutet es für Demokratie, sogar für die real existierende liberale Demokratie, wie wir sie kennen seit Jahrzehnten? Wie ist das Verhältnis von Ökonomie und Politik zu denken und anders zu denken? Und wie kann man sich sowas wie Wirtschaftsdemokratie, Demokratisierung von Wirtschaft vorstellen? Ja, okay, damit ihr das euch vorstellt, wir haben 5 bis 7 Minuten, also das sind so große Fragen, da könnte man lange darüber sprechen. Ich will, um das Feld ein bisschen aufzumachen, und euch werden viele andere Gesichtspunkte dann einfallen und wir können das vielleicht im Weiteren dann noch vertiefen. Ich würde gerne das so anpacken, dass ich sage, die Demokratie, die wir seit Jahrzehnten kennen, die sollen wir nicht nur nach formalen Gesichtspunkten von Wahlen, Repräsentation, Parlament betrachten. Demokratie im materialistischen Sinne verstanden bedeutet ja, dass es immer darum geht, eine bestimmte Konstellation von Allianzen und Bündnissen herzustellen. Demokratie ist ja, das muss man ja sagen, das ist ja wirklich seit 2000 Jahren eine Pest, die mit diesem Begriff verbunden ist, ist ja nichts anderes als eine besondere Form des Bündnisses oder des Zusammengehens von Armen und Reichen. Demokratie in diesem Begriff ist einfach nur, die Reichen regieren und die Armen haben auch einen Platz am Regieren. Demokratie, so wie wir sie bisher historisch kennen, ist keine Form der Selbstbestimmung aller unter der Bedingung gleicher Teilnahme und Entscheidung an den Entscheidungen. Insofern haben wir nur eine sehr minimale Demokratie, nämlich der Beteiligung. Und was wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, war eine breitere Allianz, eine Bündniskonstellation mit der Öffnung des Staates für öffentliche Beschäftigung, mit einer Vielzahl von sozialen Absicherungssystemen, mit einer breiten Öffnung im Bildungsbereich, mit stabiler Beteiligung auch der Belegschaften in den Betrieben. Und was wir jetzt seit Jahren erleben mit dem Neoliberalismus und auch mit dem finanzgetriebenen Form der Reichtumsakkumulation, ist in dem Sinne eine systematische Schwächung und Aushöhlung dieser Konstellation der Beteiligung auch der unteren Gruppen von Menschen, also der sogenannten Subalternen, also der vielen Menschen, vielleicht nicht die 99%, aber doch der 60 oder 70 oder 80% unserer Bevölkerung. Das heißt, wir haben diesen Prozess, auch immer wieder stattfindender Krisenprozess in der Demokratie, weil die Herrschenden natürlich immer wieder versuchen, sich aus den Bindungen, die Demokratie beinhalten, ja, also nämlich Zugeständnisse machen, verhandeln müssen, der tägliche Kleinkrieg der Demokratie in den Betrieben, in den Schulen, ja, in den Kommunen oder auf der Bundesebene, dass sie versuchen, sich dem zu entziehen, ja, oder durch größere Zugeständnisse, ja, zu pazifizieren. Und was wir mit dem Neoliberalismus seit 20 Jahren erleben, ist, dass sie tatsächlich aus dem demokratischen Kleinkrieg, aus den Verhandlungen, aus den Zugeständnissen rausgehen. Also wie das in der Einladung ja auch hieß, naja, es ist ein bisschen eine fragwürdige Formulierung, sie machen keine Angebote mehr. Ich würde es mal andersrum nennen. Sie lassen sich nicht mehr unter Druck setzen. Und das erleben wir seit vielen Jahren, dass viele Formen des Protests ja tatsächlich ausgesessen werden. Ja, wir gehen auf die Straße, ja, und es wird ausgesessen. Das heißt, es gibt sozusagen keine Verhandlungsoffenheit. Und wir sehen das ja selbst in Ländern mit sehr viel größerer Mobilisierung wie Griechenland oder Spanien, kommt es sozusagen zu einer wirklichen Schwierigkeit. Wir haben sozusagen das, was ein Politikwissenschaftler, Soziologe Colin Crouch, naja, als ein Beitrag dazu, also es wird ja von vielen in ähnlicher Weise diagnostiziert, Postdemokratie nennt. Die Fassaden der demokratischen Wahlen stehen, es gibt Parteien, aber de facto entscheidet
entscheiden sozusagen nur noch wenige. Und da will ich nur noch mal eins sagen, weil jetzt auch immer, auch Corinna hat das gemacht, ja, gesagt wird, die nationalen Parlamente werden ausgehebelt jetzt hinsichtlich der Steuerhoheit und über die Finanzkrise. Ja, wir haben das Problem, ich habe noch zwei Minuten, ne? Wir haben das Problem seit 2008, David Harvey hat es wunderbar für die USA, aber auch für Deutschland, was er damals gerade in hautnah in Berlin mitbekommen konnte, von einem Finanzstaatsstreich gesprochen. Ja, wenn sozusagen für die SOFIN unter Jörn Asmussen, den wir gestern, der ja jetzt neuer Direktor der EZB ist, der dann den SOFIN verwaltet und SOFIN verwaltet 500 Milliarden Euro zur Rettung der Banken. Also dann ist es ja höher als der Bundeshaushalt und darüber entscheiden im Wesentlichen fünf Männer. Ja, das heißt also, ne, die alle aus der neoliberalen Schule von Axel Weber, mehr oder weniger von Axel Weber, aus Köln kommen. Ja, also das heißt, diese Leute haben im Wesentlichen seit den 90er Jahren Deutschland auf eine finanzmarktgetriebene Akkumulation und Bereicherung hin umgebaut und jetzt sind sie auch diejenigen, die die Krisen lösen sollen. Also Finanzstaatsstreich. Und diese Entwicklung geht weiter. Ihr kennt alle diese Formulierung dann auch von Angela Merkel, ja, zur marktkonformen Demokratie, als im letzten Jahr dann in Griechenland vorgeschlagen wurde, von der Regierung einen Volksentscheid zu den Sparprogrammen zu übernehmen, dass sie sagte, nein, das Parlament wird sich diesen alternativlosen Entwicklungen schon beugen. Und das heißt ja nicht, dass es wirklich alternativlos ist. Die Herrschenden wissen ja von einem Tag zum nächsten nicht, was sie eigentlich wollen und in welche Richtung sie gehen wollen. Sie wissen nur eins, sie wollen den Reichtum erhalten, sie wollen Entwertung verhindern, sie wollen den Abbau, also den Verzicht auf Vermögenstitel, den wollen sie verhindern. Insofern soll es sozusagen so weitergehen und das bedeutet auch, dass die Krise in absehbarer Zeit aus meiner Sicht nicht gelöst wird. Wenn man jetzt nochmal sich anguckt, das Parlament, dann muss man sich klar machen, das Parlament hat diese Hoheit auch vorher so nicht gehabt. Wenn man sich klar macht, Steuerhoheit, ja, dann geht es ja zurück auf den Satz, alle Steuerzahler sollen auch mitentscheiden dürfen. Migranten zahlen Steuern, aber sie entscheiden nicht mit. Und Reiche zahlen keine Steuern, wie jetzt in Griechenland, aber auch in Deutschland und in anderen Ländern, oder zahlen sehr kleine Anteile an Steuern und entscheiden über die Maßen mit. Das heißt, das Parlament ist selber immer auch eine politische Institution in einem umfassenderen Kräfteverhältnis in den Auseinandersetzungen um Demokratie und ist nicht per se der Ort für demokratische Entscheidungen. Also wir haben diese Entwicklung ja tatsächlich auch schon mit der ganzen Globalisierungsdynamik und also ne, mit der Abwanderung von Unternehmen, mit unternehmensnahen Entscheidungen, der Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaft und so weiter, was ja systematisch die Lebensverhältnisse der Menschen geknebelt hat. Und da kommt man dann an den Punkt zu überlegen, das ist nicht nur eine Frage der jetzt, der Konjunktur, die das verschärft, der letzten 3-4 Jahre mit der Finanzkrise, sondern wir müssen grundsätzlich überlegen, wie wir eigentlich zu einer Demokratisierung unserer Gesellschaft kommen. Und das ist dann die nächste Runde, ja, wenn ich das sehe.